Hallo Freunde der nachbarschaftlichen Gelbsucht, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei mir in meiner coolen, sexy Nachbarschaft, die immer weiter, immer hübscher wird, dadurch, dass ich unhübsche Springfields wegschicke, wobei ich natürlich nicht dafür garantieren kann, dass die Menschen, die hinter den hübschen Springfields sitzen, mindestens so hübsch sind wie ich, aber ich gehe mal schwer davon aus. Und andersrum kann ich natürlich nicht sagen, dass die Menschen, die hinter unhübschen Springfields sitzen, so unhübsch sind wie ich. Aber auch davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Keine Ahnung. Halt's mal, Mario. Laber nicht so ein Kacke. Fang lieber an. Mach ich sofort. Kein Problem. Standard wieder dieses Mal. Ich habe ja vorhin schon die Kick-Runde gemacht, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich mache jetzt hier wieder ich lade ein oder ich nehme an. Runde inklusive, dass ich mir fünf Springfields genauer anschauen werde. Alle fünf Springfields sind habe ich in den Folgen 38 und 39 hinzugefügt, nur für die, die es interessiert. Das heißt, hat jetzt etwa 2 Monate gedauert vom Hinzufügen bis zum jetzt wirklich drankommen. Jeder, der es geschafft hat, diese 2 Monate von Folge 38 und 39 zu überstehen, bis heute, steht auf meinem Zettel, naja, nicht jeder aus Folge 39, aber also einer war aus 38 und 4 Stück sind aus Folge 39. Und ich fange jetzt hier wieder an, Leute hinzuzufügen erstmal. Ich habe Platz gemacht, ihr habt es gesehen in der einen Folge, in der Folge, die ich vorhin schon hochgeladen habe. Sehr wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, ich werde es in der Reihenfolge auch hochladen, in der ich es hier aufgenommen habe. 8 Plätze habe ich da freigeschaufelt und ich war vorher auch schon unterwegs und habe wieder, wie gehabt, die Leute rausgeschmissen, die eine Woche oder länger sich nicht eingeloggt haben. Auch da habe ich erstaunlicherweise wieder ein paar gehabt, also es mag durchaus, es gibt ein paar Plätze, sage ich einfach mal. Ich weiß, ich habe letztes Mal mit dem Buchstaben M aufgehört, müsste deswegen jetzt einfach mit N weitermachen, aber dass so sehr viele, es gibt verhältnismäßig viele mit dem Buchstaben N, genauso wie es verhältnismäßig viele mit dem Buchstaben S geben wird oder aktuell auch schon gibt, was die Anfragen angeht, habe ich mich entschlossen, jetzt einfach den Buchstaben M nochmal zu nehmen. Einfach wie gesagt, weil es halt einfach verhältnismäßig viele sind. Und es mag sogar auch durchaus sein, ich glaube es zwar nicht, aber es mag sein, dass der Buchstabe M sogar komplett die freien Plätze alle mitnimmt, aber ich glaube nicht, ich glaube es müssten mehr sein. Aber das werden wir gleich sehen. Also fangen wir mal an hier. Der Max Wieland, 48. Und, ach, stimmt, habe ich ja vergessen. Das ist was, hier, EA, das könnt ihr echt mal ändern. Das braucht kein Mensch, dass man jedes Mal wieder runterscrollen muss. Macht doch einfach hinzufügen und dann bleibt man genau da, wo man in der Liste vorher auch gewesen ist. Ist doch nicht so schwer, geht doch bei anderen Spielen auch. Und in anderen Situationen geht das ja schließlich auch. Also, naja. Hier Medina, 25. Bin ich ein bisschen zu weit gehuscht. Hier Mehmet, 199. Mehmet. Ich kenne Mohammed. Ich kenne Mehmet. Mehmet oder Mehmet kenne ich. Vielleicht heißt er was ganz anderes, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall auch du hinzugefügt. So, weiter geht's. Die Metamaus. Hallöchen, Metamaus. Hinzugefügt. MG Town. Hinzugefügt. HKLM. Na, wo ist denn hier da? Mia Lücke. Könnte sein. Hinzugefügt. Wen haben wir denn hier noch? Schönes, hübsches, klasse, sexy für meine Nachbarschaft. Der Miguel. 38. Das ist keine 1 hier, oder? Ist keine 1. 1 hat so ein Schnüttel hier vorne noch an. 385 L oder I. Großes I. Kann auch sein. Ich weiß nicht, wie sieht ein großes I aus? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke jetzt auch nicht. Also Miguel. Auch du hinzugefügt. Wo ist hier die oder der Mimieu? Mimieu. 0311. Egal. Hinzugefügt. Mein Zocker. 63. Oh, 63. Baujahr 63. Das wäre cool. Da wärst du ja deutlich älter noch als ich. Wäre ich nicht mehr der Opa in meiner Nachbarschaft. Der Mein Zocker. Geil. Zockst du Minecraft? Hinzugefügt.
Ist übrigens kein K.O.-Kriterium für mich. Ich zock auch, ja, aktuell zocke ich kein Minecraft mehr, schon relativ lang eigentlich nicht. Aber ich habe jahrelang auch Minecraft gezockt, habe damit auch kein Problem. Würde auch eigentlich gerne wieder, aber es gibt so viele Neuerungen, von denen ich keine Ahnung habe. Ich müsste, mein Sohn springt da ab und zu nochmal drin rum, aber ja, mal schauen. Misak 1597 hinzugefügt. Ja, wie viel Platz haben wir denn jetzt noch? Naja, aber M ist auch schon fast vorbei. Mjellna. Ho, 43. Ich kenne Mjölnir, das ist der Hammer von Thor. Dem Donnergott der nordischen Welten. Aber Mjellna, ho, naja. Hinzugefügt. Du fast so klingender, fast wie der Hammer klingender. Ach, lass mal das. Na, gibt doch noch ein M hier. Mvakorben. MVA-Korben, vielleicht Korben ist, glaube ich, ein Vorname. Ich habe keine Ahnung. Hinzugefügt! Ja, ab jetzt fängt es an, spannend zu werden. Haben wir den Nick? Nick 10 FIFA. Ich sage jetzt nichts zu FIFA. Ich kann mit Fußball nichts anfangen. Und mit den Spielen erstmal schon mal gerade gar nicht. Und nicht mehr, sagen wir es mal so. Also, als ich jung gewesen bin in meiner Jugend, als Kind und Jugendlich habe ich auch Fußball gespielt, bis zur D-Jugend hoch. Habe ich Fußball gespielt, aber dann irgendwann hat sich herausgestellt, das ist absolut schwachsinnig, diese Sportart. Also für mich persönlich ist die absolut schwachsinnig. Hier, Niklas Oste, 69. Auch bei dir würde mich jetzt interessieren, 69, Baujahr wäre cool. Ich suche immer Leute hier in meiner Nachbarschaft oder auf meinem Kanal oder wie auch immer, die so ein bisschen in meinem Alter sind. Hinzugefügt. Hat sogar noch funktioniert. Kannst du mal gucken. Dann haben wir hier als nächstes Nico Bernhard, 96. Hinzugefügt. Dann haben wir als nächstes Noah der Donu. Keine Ahnung. Das könnte vielleicht ein griechischer Nachname sein. Ein griechischer. So. Nachname sein. Hier oben haben wir noch einen anderen Noah. Jetzt hätte ich ja fast über Noah Grütti. Grütti könnte aus der Schweiz kommen. Bist du ein Schweizer, den ich ja gerade hinzugefügt habe? Kommst du aus der Schweiz? Sprichst du Schweizerdeutsch? Noah der Donu hinzugefügt. Der Donut dreht. Die Nachbarschaft lebt. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich bin schon bei O jetzt mittlerweile. Der Ole. Ole Schmeie. 80. Hinzugefügt. Ich sag's dir, es gibt doch noch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Dann haben wir hier den Otaku. Ein kleiner Anime- und Manga-Verrückter. Hä? Otaku 699. Für alle, die es nicht wissen, ein Otaku ist der japanische Begriff für sowas ähnliches wie ein Manga- und Anime-Süchtigen. Panferno 81. Und auch hinzugefügt. Also ihr seht, es gab doch ordentlich Platz. Nicht nur die 8. Die ich rausgetreten habe vorhin, die ich noch schnell besucht habe. Ruhelm, Puff. Oh Gott. GG. GG im Puff. Ich füge die Straße mal hinzu. Puff, jetzt habe ich einen Puff in meiner Nachbarschaft. Ist auch nicht schlecht. Rune FIFA King. Aha. Wieder FIFA. Hallo, Fußballmänners. Oder auch Damens, wer weiß. RW Conny 620 hinzugefügt. RW Raffel 753, das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du schon mal bei mir in der Nachbarschaft gewesen bist. Jetzt wird's aber langsam. Ich würde gerne mal jetzt langsam anfangen hier. Nicht falsch. Ah, hier, schon sind wir beim S, also. Selbst wenn jetzt hier noch. Wir gucken einfach mal. Erstmal Sammy 1650 hinzugefügt. Schwupp. Shadow Puma. Hinzugefügt. Aber die heißen doch auf Englisch, glaube ich, gar nicht Puma, oder? Also Shadow ist ja Englisch. Naja, lass mal das. Scouser 37. 98 oder 3.7.98. Wer weiß das schon sogar noch? Ah, und geht schon nicht mehr weiter. Aber wie gesagt, ich werde auch den Buchstaben S. Weil es auch davon verhältnismäßig viele gibt, werde ich jetzt trotzdem dann das nächste Mal mit dem Buchstaben S auch weitermachen.
Und jetzt geht's los. So wie es eigentlich, angedacht war. Ich muss mich jetzt beeilen. Es hat länger gedauert, als ich eigentlich angenommen hatte. Oder als ich eigentlich vorhatte. Jetzt weiß ich nicht genau. Anna N0 oder Anan 0 oder wie auch immer. Stufe 113. Oh, cool. Alle 5 Sternchen sind vorhanden. Wenn ich mal hier gucke, dein Spiel sieht wenigstens schon, sieht wenigstens halbwegs normal aus. Ja, so ein Ding habe ich auch, so einen Block. Ich habe den irgendwo mal gesehen und fand es eine gute Idee, die Dinger doch irgendwo aufzustellen. Weil man braucht sie ja da für die Prozente. Ich habe auch meine Villen alle stehen und auch alles andere, aber ich habe alles schön, eigentlich habe ich alles klein gelassen, damit es nicht so brutal durchs Bild durch sich bohrt quasi und ins Auge direkt sticht. Ah, da ist was. 1, 2, 3. Ihr seht, ich habe meine 30 Leute heute schon durch. Ich krieg keine Eventwährung mehr. Keine USB-Sticks sind es, glaube ich, aktuell. Wo es immer noch Geheimdaten heißt, glaube ich, aber... Ja gut, hier oben waren wir zum größten Teil jetzt schon im Springfield Heights. Du hast deinen Homie-Baby schon. Ein Homalaya. Klar, mit Level 60 bekommt man den, glaube ich. Hier hast du deinen... Das ist auch cool. So ein bisschen verranzt im Wald. Das brasilianische Ghetto. Finde ich immer noch ein bisschen schade, dass die Brasilienwelt so auf sowas runtergedrückt wurde, dass quasi Ghetto. Du hast nur Ghetto und Fußball. Und vielleicht noch Samba, genau. Cool hier, der Eiffelturm. Ernsthaft? Was ist das? Ach so, ja klar, einfach nur einen kleinen See gemacht. Ich dachte, das wäre so einer zum Platzieren, aber der ist selbst gebaut. Schön, schön. Hier ist ein paar Pagoden stehen. Ja, ich will auch so ein Dingsy Little für meinen Buddhistentempel. Ich hab das schon öfter so gesehen, auch mit den Stufen hier vorne dran. Hast du vielleicht auch irgendwo anders gesehen? Kann das sein? Ja, ist ja egal. Nachbauen ist ja nicht schlimm. Solange man nicht alles eins zu eins übernimmt, sondern sich so die Ideen. Ich hole mir meine Ideen ganz gerne. In anderen Springfields. Das Zubu Stadium, das Dach wackelt. Das ist ja geil. Das heißt, da ist irgendeine Aktion drin im Gange. Ich weiß gar nicht was. Ist mir nie aufgefallen, dass bei irgendeinem Job das Dach so wackelt. Die kloppen sich da drin. Sehr wahrscheinlich. Oder sie trainieren. Hier hast du ein bisschen was Mittelalterliches oder Gruseliges. Das ist schade. Sowas würde ich. Auf der anderen Seite ist natürlich cool, also das jetzt hier nicht. Sowas würde ich auf jeden Fall definitiv irgendwo in den Wald oder sowas setzen. Aber sowas ist natürlich cool. Sowas kann man natürlich hier mitten in der Stadt auch stehen lassen, so als Überbleibsel. So, hier stand vor 800 Jahren dieser Turm oder keine Ahnung was. Und jetzt sind nur noch Ruinen da. Aber es wird als Zeugnis der Zeit wird es aufbewahrt. Das finde ich eine gute Idee. Nicht aufbewahrt, wird es gewahrt. Wird gepflegt. Man kann es besichtigen. Ich bin heute nicht so ganz fit im Kopf. Es tut mir wirklich leid, Leute. Also ihr müsst es mir nachsehen, wenn ich heute ein bisschen komisch rede und ein bisschen stockend. Ich habe sehr wenig und sehr scheiße geschlafen heute Nacht. Von daher, aber dein Springfield gefällt mir so ganz gut. Das ist ja auch eine coole Fassade. Wo gab's die? Wann gab's die? Für wen gab's die? Warum hab ich die nicht? Ah, dein XP-Beschleuniger läuft. Aber ich habe gar keine Dings gesehen. Wenn du deinen XP-Beschleuniger laufen hast, solltest du dir überlegen, dir Quickie-Märkte zu bauen. Damit kannst du natürlich dann unheimlich gut leveln. Such dir irgendwo eine Ecke, wo du ein paar Quickie-Märkte hinstellst. So lange, bis sie 14.400 kosten, also nicht mehr teurer werden. Die werden ja, wenn jedes Mal, wenn man einen baut, werden die ja teurer. Und sobald sie nicht mehr teurer werden bei 14.400, solltest du aufhören. Du kannst natürlich weitermachen, gar keine Frage, aber um den Kosten-Nutzen-Faktor zu wahren, solltest du spätestens dann aufhören. Und falls du noch Geld über hast und es nicht brauchst für irgendwas anderes, was bei Stufe 113 nicht der Fall sein dürfte, kannst du noch diese Blutbank, diese Bluttransfusionsmobile, Blutabnahme, Blutspende, sowas. Ich sag's ja, mein Kopf ist nicht so ganz, der ist nicht so wie sonst. Ich bin das nicht gewohnt. Das ist irgendwie wie Watte im Kopf, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Diese Blutspendemobile kannst du noch platzieren und die Rattenfallen-LKWs, die geben auch unheimlich viel Erfahrung, aber die kosten halt auch unheimlich viel Kohle. Also wirklich nur, wenn du genug über hast und sie nicht für was anderes brauchst. Ansonsten würde ich dir fürs Level die Quickie-Märkte empfehlen. Ansonsten ist das ist mehr oder weniger rausgeschmissenes Geld sonst, wenn du dein XP oder rausgeschmissene Donuts.
heißt ja nicht, dass man dafür Geld, dass du dafür Geld ausgegeben hast, aber rausgeschmissene Donuts, meiner Meinung nach zumindest, wenn man dann hier nicht wenigstens auch die Quickie-Märkte, dass man den Quickie-Märkten wenigstens macht. Denn dann hat man wenigstens auch was. Es gibt ja genug Donuts dann wieder zurück. Wenn man das anständig, wenn man wirklich alle 4 Stunden oder möglichst alle 4 Stunden dann da hingeht und die Quickie-Märkte abtippt und abreißt und neu baut. Man ist ja sowieso meistens 4 Stunden unterwegs oder alle 4 Stunden hier wieder in seinem Spiegel unterwegs, weil das Event das ja so vorgibt. So, und jetzt habe ich hier aber genug gelabert hier, bla 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 bla. Weiter geht's zum nächsten. Ich glaube, da habe ich jemanden, der freut sich da schon sehr lange drauf, wobei viele freuen sich ja da schon länger drauf. Die Brille 16! Du bist ja relativ aktiv in meinen Kommentaren, auch wenn ich dich, tut mir leid, aber aktuell im Moment aus dem Kopf gerade gar nicht zuordnen kann, wer du bist. Aber ich weiß, ich habe mich mit dir schon öfter unterhalten in den Kommentaren. Klick! Und ich weiß, dass Klick! Klick! Und du hast mir auch schon gesagt, dass du Brille 16 bist, aber ich weiß nicht mehr, weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wer du in, auf Video auf YouTube heißt. Ist halt schwer für mich, ich habe eh schon so ein schweres Namensgedächtnis, mir dann auch noch 2 verschiedene zueinander gehörende Namen merken zu müssen. Aber hier, finde ich cool. Auch wenn hier keine Links, keine Bahn weitergeht, das ist cool, das passt. Ich habe mein Dings übrigens auch schon. Wo ich das hier gerade sehe. Mein Spruce Caboose. Habe ich letztens auch hier zu meinem Tetanus-Terminal gesetzt, weil ich dachte einfach, das passt besser. Ich bin eh so ein bisschen am Rumfuddeln die ganze Zeit und gucke, dass ich mir Scheiße, die ich nicht mehr brauche, dass die wieder verschwindet. Auch so ein bisschen, um an mein, um meine maximale Itemgrenze nicht ständig zu überschreiten. Aber das gefällt mir. Oh, cool, 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 cool. Das ist eine coole Idee. Das ist eine coole Idee hier, so eine ansteigende Wand hoch zum Wasser, das ist geil. Gar keine Frage, finde ich cool. Das gefällt mir auch gut. Oh, cool, die Homie-Baby-Figur. Die haben aber, glaube ich, Donuts gekostet, oder? Oder kosten aktuell, kann man die noch kaufen? Ich weiß nicht, aber die haben glaube ich, Donuts gekostet, die Dinger. Ich habe, glaube ich, keine von denen, deswegen gehe ich mal davon aus. Das sehe ich hier in letzter Zeit oft. Gibt es das im aktuellen Event oder habe ich das einfach nur verpeilt? Ich habe das jetzt heute, habe ich das schon mehrfach gesehen. Also sehr wahrscheinlich ist das irgendwie, das ist vielleicht ein Gebäude aus dem aktuellen Event, das ich noch nicht habe, das ich mir dann nachher sehr wahrscheinlich holen werde. Oder vielleicht holen werde, ich habe keine Ahnung. Hier hast du deine Casino-Ecke. Oh, der Players Club-Turm, der ist aber... Kannst du den nicht höher drehen? Ich würde den höher drehen. Also wenn du den voll aufbauen kannst, würde ich den auch voll aufbauen. Auch wenn das ein bisschen übertrieben wirkt. Du darfst halt dieses eine Minispiel nicht mehr spielen, dann... Mit dem schwarzen Loch, wo du die Robbe das abfurzen musst, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das ist halt so ein bisschen, ja. Gegen so ein bisschen sage ich nichts. Ja, das muss, ich habe das ja hier bei mir, habe ich das ja ähnlich gelöst. Weiß nicht, ob du das vielleicht sogar bei mir gesehen hast, weiß nicht, ist ja auch wurscht, habe ich ja kein Problem mit, wisst ihr ja alle. Das hier hinten so hinzustellen und auch hier so eine kleine Ansammlung, damit habe ich kein Problem. Ich würde halt, damit das nicht so, ja, ich weiß, ich komme da nicht hoch. Ich will da aber hoch. Ich habe halt. Mehr oder weniger alle von diesen Riesendingern habe ich auf ganz klein gemacht und habe sie irgendwo in meinem Springfield verteilt. Dann fällt es nicht so auf und man hat sie platziert, um die 153% auf Geld und Erfahrung noch zusätzlich zu bekommen. Darauf müsste man ja ansonsten verzichten und das will man ja natürlich nicht, weil man will ja weiter wachsen. So, was haben wir hier noch Hübsches? Also das Springfield gefällt mir gut. Ah, hier cool. So eine kleine Anlage hier mit den... mit den, wie heißen sie? Duftende Spionazinten oder irgendwie sowas. Hier hat mir der Rakanor, war es glaube ich, oder heißt der glaube ich, eine gute Idee gegeben. Wenn, der ist ja animiert. Wenn du da bohrst, hast du bestimmt schon gesehen, weil ich bin der einzige Idiot, der nicht da sofort draufklickt, wenn er was geholt hat. Obwohl, hier habe ich sofort drauf geklickt und war enttäuscht davon, dass es keine Animation gab. Weil normalerweise gehört hier James Bond drauf und der Laser muss ihm hier so zwischen die Beine bis fast an die Eier gehen, aber egal. Und, kann ich ja, kann ich ja hier. Wenn er bohrt, bohrt er hier ein Loch und dann sprudelt Öl. Deswegen hat der Rakanor, er hat mir das nicht empfohlen, aber er hat gesagt, er hat das so gemacht und fand schon eine gute Idee, deswegen habe ich das auch so gemacht. Er hat es in die Nähe der Ölquelle, der schiefen Ölquelle von Burns gesetzt. Und hier, ja, das ist genau das, was ich eigentlich vorhatte. Ich habe nur leider keine Holo-Hecken.
entweder habe ich es beim Event nicht gepackt oder es gab es irgendwie nur für Donuts oder was. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht für Donuts, so viele wie du hast. Gab es die vielleicht nicht für Donuts? Keine Ahnung. Ich hätte das auch gerne so ein bisschen mehr abgegrenzt, aber ich wollte halt wirklich möglichst dann nur Sachen halt nehmen, die halt auch aus diesem Event stammen. Und deswegen bleiben eigentlich nur Holo-Hecken und von denen habe ich leider gar keine. Ich habe keine einzige. Ich weiß nicht warum. Irgendeinen Grund muss es ja gehabt haben oder muss es ja haben, dass ich nicht eine einzige von diesen Scheißdingern habe. Ärgert mich im Moment so ein bisschen. Ich muss überlegen, ob ich nicht dann vielleicht doch echte Hecken dahinsetze oder was. Ich habe keine Ahnung. Das ist echt kacke. Das ist echt, echt kacke. Oh cool, hier hast du so ein bisschen... Sportakkus? Ey, dein Baum ist noch nicht groß. Du musst den gießen. Jetzt hast du sehr wahrscheinlich... Lisa ist jetzt sehr wahrscheinlich anderweitig beschäftigt bei dir, oder? Das ist ja auch kacke dann. Aber der Baum ist cool. Wenn der ganz groß ist, ist der cool. Den kann man schön irgendwo ins Zentrum von einem Park oder sowas setzen. So zumindest habe ich das gemacht. Ja, du musst dir hier mal, solltest dir mal überlegen, wenn du das nicht aus optischen Gründen auch so lassen möchtest, wobei dann würde ich vielleicht, wie viel sind das hier, sind das zwei oder drei, wenn das hier drei, ich glaube das sind drei, können das drei Felder sein oder doch nur zwei, ich glaube es sind drei, falls das drei sein sollten, solltest du dir überlegen, diese mittlere Reihe hier vielleicht einfach ein Feld weiter nach da zu setzen, dann hättest du sie mittig. Ansonsten musst du halt mal gucken. Also ich habe festgestellt bei mir, ich habe viele Sachen habe ich irgendwann mal gesetzt im Laufe der Zeit, weil ich meine Sterne oben halten wollte. Die brauche ich heute gar nicht mehr, weil ich heute Gebäude oder sonst irgendwas habe, die den gleichen Zweck erfüllen. Und ich habe fast alle oder sehr viele meiner Trainingsmauern zum Beispiel habe ich abreißen können. Ich habe auch keiner, ich glaube, ich habe kein einziges Hail Ends Schild mehr zum Beispiel. Einfach weil ich sie nicht mehr brauche. Und wenn du das nicht aus optischen Gründen so gemacht hast und lassen möchtest, dann kannst du mal gucken, ob du die nicht auch abreißen kannst. Ich würde sie natürlich nicht verkaufen, ich würde sie erstmal nur abreißen, falls du sie doch noch brauchst, also ins Inventar stopfen, falls du sie doch noch brauchst, dass du sie wieder aufstellen kannst. Aber würde ich mir mal überlegen, solltest du vielleicht auch mal gucken. Und hier ist deine Western-Abteilung sehr groß. Ja, ich hatte auch schon überlegt, ob ich meine Ölquellen hier reinsetze, inklusive diesem komischen Bohrer, den es im Moment in dem Geheimagenten-Event gibt. Einfach weil es vom Boden her besser passt. Oder ob ich es einfach mit Sand oder diesen Staub um Kreise, umringe, hier alles ausfülle. Ich bin schon wieder am Labern und am Labern und am Labern. Diese Folge, es tut mir echt leid, ich fürchte, diese Folge wird viel zu lang, aber dein Springfield gefällt mir ziemlich gut. SOS, oh Gott. Ja, den habe ich jetzt mittlerweile auch. Die brennende Totenkopf-Insel. Das ist auch cool. Also wie gesagt, also dein Springfield gefällt mir ziemlich gut. Hast viele, viele außerordentliche Ideen. Das sieht ein bisschen flach irgendwie aus. Muss mal gucken, ich war eben gerade, wer war das? Die Anna oder der Anna 0 oder Anna N0, keine Ahnung. Da war das auch schon. Vielleicht musst du das irgendwie anders oder so, ich habe keine Ahnung. Du kannst natürlich auch so lassen, um Gottes Willen, ist ja dein Springfield. Aber das sieht irgendwie flach aus. Bei dem Springfield davor, das sah deutlich, deutlich steiler, deutlich mehr nach 3D aus. Hier hast du auch so ein bisschen Fuddelwuddel zusammen, aber ist ja nicht schlimm, um Gottes Willen. Wie gesagt, so ein kleines bisschen. Damit habe ich überhaupt gar keinen Schmerz. Auch dass du hier so vieles gleich hast. Was du dann zum Beispiel, was ich gut finde, ist, du hast die Palmen hier nicht alle alle in eine Reihe gesetzt, sondern du hast sie da schön so ein bisschen versetzt und unterschiedliche Abstände. Was man auch noch machen kann bei den Palmen, sie einmal drehen, dann sind die in die andere Richtung geneigt. Das gibt auch nochmal so eine kleine optische Abwechslung, damit nicht alles so gleich aussieht. Aber cool, dein Springfield gefällt mir ziemlich gut. Dürfte mit Sicherheit eines der hübschesten Springfields in meiner Nachbarschaft sein. Und ich habe gelabert und gelabert und gelabert. Meine Folge, Fresse, die Folge ist echt, echt scheißenlang, jetzt schon. Verdammte Axt. Was mach ich denn jetzt hier? Ich muss doch hier, okay. Cocoon 91. Ich hoffe, ich muss niemandem irgendwie was abzwacken dann am Schluss.
dass ich mich da nicht ordentlich austoben kann. So 1, 2, 3. Klick, klick, klick. Hier oben hast du so ein bisschen so eine Müllecke. Direkt zum Einstieg gefällt mir jetzt mal nicht so unbedingt. Hier die Rommelwood Akademie. Keine Lisa, die dir mehr Atomsprengköpfe sucht? Warum nicht? Warum nicht? Ich meine, ist ja deine Sache, aber guck mal, dein Homie sucht. 45 Sekunden dauert das eigentlich nur. Es sucht. Was sucht er? Bin ich bescheuert oder was? Ich spiele mit einem MyPad. MyPad. I know what you did. Dein Springfield Heights ist not so heights. Ich möchte schnell wieder weg. Dein Squidward ist doch ziemlich geil. Achso, du bist auch erst Stufe 39. Okay, dann sei dir das eine oder andere verziehen. Unter anderem auch dann natürlich dein zwergenmäßiger Squidward und auch die Tatsache, jetzt registrierst du auch erst, dass du aber noch gar nicht alles freigeschaufelt hast hier. Aber für Stufe 39 ist dein Springfield schon flächenmäßig zumindest schon relativ groß. Du hast es abwechslungsreich gestaltet und in der Regel sind die meisten Sachen auch wenigstens irgendwie sinngemäß oder sinnvoll aneinander gesetzt, mit Straßen verbunden meist sogar. Von daher sollte auch für dich, ich habe drei Sachen zum Abklicken gefunden, von daher besteht auch für dich keine Gefahr. Aber ich bin dir jetzt ehrlich gesagt dankbar, obwohl du nichts dafür kannst, dass dein Springfield noch so klein ist, weil ich kann nämlich direkt, weitergehen zum nächsten. Dann dauert das nicht so lange. Irgendwo muss ja die Zeit dann wieder. Fand ich gut jetzt. Nächste kommt Digital Junk. Das ist Stufe 170. Das heißt, es wird wahrscheinlich wieder etwas länger dauern. Deswegen bin ich doppelt froh. Cocoon 91. Hä? Homie Baby! Was war das eben? Alter, was hast du da eben gerade gemacht? Habe ich das richtig gesehen? Ohohoho! Der Vollmond geht auf. Ahu! Hi, der Winska, Herr Kapitän. Das ist die sogenannte Handwerkerfalte. No Mod. Schrieb der Modder. Nein, um Gottes Willen. Ich will dir hier nicht unterstellen, dass du Mods oder Hacks oder sonst irgendwas benutzen würdest. Ich versuche das sowieso eigentlich niemandem zu unterstellen, außer ich habe handfeste Beweise oder Sachen, die wirklich, wirklich extrem deutlich eigentlich darauf hinweisen. Hier deine Rommelwood Akademie, da hast du ordentlich was zusammengeschustert. Auch den Panzer hast du denn, den habe ich ja auch dahingestellt. Ach, sind das alle, die Lisa schon gefunden hat? 5 Stück wären schon ordentlich. Ich glaube, ich habe auch 5. 5 oder 6 hat mir meine Lisa schon zusammengekrabbelt. Oh, hier guck mal, deinen Bohrer, den kann man gar nicht anständig sehen. Den würde ich, keine Ahnung, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen weiter hier raus. So hier hin zum Beispiel, dass man ihn sehen kann. Oder hier. Wobei ich ihn eher so ein bisschen eher an die Straße gestellt hätte. Und den EPA-Truck hätte ich vielleicht auch so ein Stück weiter raus. Das sind so Kleinigkeiten einfach, weißt du, dass man hier die Schnauze vorne auch noch sehen kann von dem Truck. Eigentlich ist ja kein Truck, ist ja nur ein Van eigentlich. Dein goldenes Football-Stadium. Hier noch mehr Stadium. Noch Center Arena ist eigentlich auch sowas im Stadium. Sitting Dinosaurs? Okay. Hab ich nie drauf geachtet. Ah, hier ist dein Zenith City. Was übrigens der Wohnort von... wie heißt der? Ich komme immer nur auf seinen Sidekick. Jetzt habe ich den auch vergessen. Eben gerade habe ich noch gewusst, Fallout Boy, genau. Radioactive Man und Fallout Boy, die leben hier in Zenith City. Deswegen werde ich, wenn ich denn, ich habe meine Zenith City, steht ja auch noch so ein bisschen quer irgendwo am Arsch meines Springfields. Und wenn ich das machen werde, dann kommen definitiv, ich muss gucken, ob ich alles, was Superhelden angeht, da reinpacke in meinen Zenith City. Oder ob ich wirklich nur Radioactive Man und Fallout Boy da reinstecke. Das ist natürlich auch eine coole Idee hier, das wobei es eigentlich natürlich nichts miteinander zu tun hat. Das eine ist China, das andere ist Japan. Die Mauer ist ja die chinesische Mauer und das hier alles ist ja die Japan-Welt. Hat also eigentlich nichts miteinander zu tun, aber es passt natürlich trotzdem. Es ist alles
ja, Asien, Ostasien, Südostasien. Und von daher ist das thematisch natürlich schon recht passend. Ach, die Schneekugel hast du auch. Da hättest du dir ein kleines bisschen mehr was einfallen lassen können. Ja, das ist so eine Sache. Ich denke mal, du hast die Dinger hier auch nur deswegen noch da stehen, weil sie dir Prozente geben. Du kannst natürlich auch versuchen, entweder so eine kleine Weihnachtsecke noch zu bauen. Ich bin halt kein Fan mehr von Weihnachten, schon lange nicht mehr, schon viele Jahre nicht mehr. Oder du kannst gucken, ob du sie irgendwo verstecken kannst, hinter anderen Häusern, hinter Häusern zum Beispiel. Dann fallen sie einfach nicht auf. Also wenn du eigentlich gar keinen Bock hast, dir das irgendwo in deinen Springfield zu stellen, dann musst du gucken oder kannst du gucken, ob du die irgendwo verstecken kannst. Ja, hinter etwas größeren Gebäuden kann man die Sachen gut verstecken, habe ich bei meinen zu einem Teil auch geschafft und auch gemacht. Einfach, weil sie halt Prozente geben. Aber ansonsten auch dein Springfield gefällt mir recht gut. Du guckst so ein bisschen, dass die Sachen thematisch passend zusammenstehen, mehr oder weniger alles ist durch Straßen verbunden, größere Abstellflächen, Abstellkammern habe ich jetzt nicht gesehen, ich habe gerade noch gesehen, dein Dings läuft, dein XP-Beschleuniger läuft, oh, du käufst auch noch, bist auch noch nicht durch mit den ganzen Geländefeldern. Und ich habe jetzt keine Quickie-Markt-Farm gesehen, auch für dich gilt, solltest du dir überlegen, wenn du schon Donuts für den XP-Beschleuniger ausgibst, solltest du eventuell auch Digital G. Ah, okay. Ich dachte, du heißt Digital Junk, aber anscheinend. Nein, ist klar. Du hast noch nicht genug Peers. Aber coole Idee. Coole Idee. Jetzt habe ich natürlich überlegt, was ist das für ein Buchstabe? Aber das hat natürlich der gehört zu der Insel. Das gehört zu der Insel dazu. Ja, aber wie gesagt, auch dein Springfield gefällt mir gut, ist ordentlich, ist thematisch sortiert und mehr oder weniger alles mit Straßen verbunden. Keine größere Anhäufung von irgendwelchen Gebäuden, du hast mehr oder weniger alles irgendwie verteilt. Ich habe jetzt relativ wenig von diesen Gebäuden hier gesehen, ich weiß nicht, ob du dir darüber im Klaren bist, dass alle diese Heizgebäude, die man aufwerten kann, also alle diese, was ist das, Parkhäuser, Firmenzentralen, und sämtliche Villen, also die alten, also auch diese hier ich habe hier Freunde, welche hier, diese hier und diese klassischen Villen auch wenn die nicht optisch aufgewertet werden können, kann man die ja trotzdem aufwerten. Mist, ich finde jetzt hier gerade keine auf Zuruf. Wenn die alle voll aufgewertet sind und platziert sind, kriegst du dadurch nochmal 153% auf all dein Geld und all deine Erfahrungen. Solltest du dir also auch überlegen, nur falls du es nicht weißt. Falls du es weißt, habe ich natürlich nichts gesagt. Und halt dein Maul, Mario. Aber cooles Springfield. Schön, dich in meiner Nachbarschaft zu haben, Digital Junk. Bringt mich jetzt zum letzten, für den muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen hier. Der steht eigentlich auf meiner Liste ganz oben, weil er oder sie, keine Ahnung, schon in Folge 38 hinzugefügt wurde. Alle vier, die ich bis jetzt besucht habe, sind in Folge 39 hinzugefügt worden. Aber von der Buchstabenfolge her war es jetzt einfach besser, das so rum zu handhaben. Ihr seht, der Weg zum nächsten Springfield, sage ich jetzt mal, der Weg ist weit. Von daher, da haben wir ihn schon. Oder sie. Du warst doch heute in meinem Springfield, ich hab's gesehen. Vor kurzem erst bist du da gewesen, ich hab dich nämlich gerade erst weggeklickt gehabt. Wiescholek, was war's, 24? Wiescholek 24, Stufe 113, alle 5 Sterne. Klasse. Hat man nicht oft, dass alle 5 Sterne da sind. Außer in meiner Nachbarschaft natürlich, meine Nachbarn sind alle cool. Und wissen das alle. Wollen wir mal schauen. Jetzt war ich auch in deinem Springfield. Oh, das ist cool. Springfield of Tomorrow mit Wasser rundherum. Könnte es natürlich auch mit Wasser abgrenzen, mein Springfield of Tomorrow. Oh, guck mal, du hast auch keine Holo-Hecken und hast auch die normalen Hecken genommen. Überlege ich halt auch, weil irgendwas muss ich dann noch ein bisschen. Ich habe ja keine normalen, keine richtigen Straßen genommen, sondern ich habe ja diese Asphaltwege genommen, damit ich Autos, meine schwebenden Autos darauf platzieren kann und auch mein Raketenauto steht ja da drauf. Und ich bin halt am Überlegen. Dadurch sieht es natürlich alles ein bisschen nackt aus, weil es gibt keinen Bürgersteig, der das alles noch so ein bisschen abgrenzt. Und deswegen müsste ich das eigentlich irgendwie mit Hecken oder
Blumen oder sonst irgendwas machen. Aber ich habe halt nichts mehr über, was, was noch holomäßig wäre. Von daher ist so ein bisschen weitläufig hier. Auch noch, ja, passt ja eigentlich, ne? Die Heidenecke. Wobei die Steinmetze jetzt mit den Heiden eigentlich nichts zu tun haben. Ich weiß gar nicht. Nee, das waren, glaube ich, die Tempelritter. Die ganz im Gegenteil, ja, sehr viel dann mit der Kirche eigentlich zu tun hatten. Weihnachten, sagen jetzt vielleicht einige, hat auch nichts mit Heidentum zu tun. Doch, eigentlich schon, weil viele Sachen, gerade die Weihnachtsbäume und das Schmücken von Weihnachtsbäumen ist durchaus ein heidnischer Brauch. Hat eigentlich nichts mit dem christlichen Weihnachtsfest zu tun. Von daher passt das thematisch ganz gut. Oh, ist cool, jetzt so eine kleine Zeltstadt mit ein paar Töpfen, Tiegeln, Kesseln. Kesseln eigentlich eher, Töpfe sind eher kleiner anzuordnen. Das ist auch eine geile Idee. Das ist eine coole Idee. Um den Globus zu platzieren, den ich in anderen Springfields ganz offensichtlich nicht drehen kann. Scheißen Dreck. Ey, nicht so schnell hier. Lass mal gucken. Springfield. Das ist Springfield Penitentiary. Egal. Auf jeden Fall hast du es mit Wasser eingekreist, damit da nicht jeder Idiot gleich rauskommt. Cool, dein unterirdisches Gefängnis hast du direkt angrenzend gelassen. Oh, das ist auch cool. Oh. Extra hier so. Wieso kenne ich die Dinger hier nicht? Oh, hier auch. Hier passen sie natürlich noch viel besser rein. Das ist eine geile Idee. Hat die jeder? Habe ich die auch? Muss ich gucken. Muss ich nachher direkt gucken. Diese, keine Ahnung, wie nennt man sowas? Eigentlich ist das, glaube ich, eher so eine Absperrung, oder? Das ist ja auch eine Absperrung. Aber das ist geil. Weil ich habe ja hier die normalen Holzzäune, diese Lattenzäune genommen. Und hier würde das wird natürlich hier deutlich besser passen. Ne? Das sieht so ein bisschen edler aus. Das ist eine coole Idee. Das gefällt mir gut. Ich habe das natürlich wieder vergessen, bis ich hier dann gleich fertig bin und werde das nie umsetzen. Sehr wahrscheinlich. Aber naja. So ist das halt bei mir. Bis ich dann wieder drüber stolper, dann wundere ich mich wieder. Oh, das wollte ich doch. Und dann vergesse ich es unter Umständen wieder. Hier oben hast du deine Western-Ecke. Ich muss jetzt ein bisschen aufs Gas drücken. Weil die Folge ist echt zu lang. Das tut mir leid. Tut mir wirklich leid, dass sie schon wieder so lang geworden ist. Aber hier hast du noch deine Casino-Ecke mit ein paar Springbrunnen. Gefällt mir auch ganz gut. Das hier, ich weiß gar nicht, ist das Burns? Oder ist das Rainier Wolf Castle? Nee, Burns ist es nicht, bei Burns. Burns sieht anders aus, außerdem steht da irgendwo MB noch, glaube ich, drauf, für Montgomery Burns. Eigentlich sogar C Montgomery Burns, wobei ich jetzt im Moment gerade nicht weiß, wofür das C steht. Bin mir aber ziemlich sicher, ich habe das schon mal gegoogelt und würde es eigentlich wissen, wenn mein Hirn nicht wie ein Sieb wäre. Ich könnte dir jetzt sagen, warum das so ist, aber das lasse ich lieber. Nein, es hat nichts mit dem Alter zu tun, glaube ich zumindest nicht. Hoffe ich doch zumindest nicht. Ich habe keinen Bock, schon dement zu werden oder senil oder sonst was. Ich bin erst 45. Also mal hallo. Mal hallo. Klasse. Ist übrigens hawaiianisch und heißt Danke. Kein Scherz. Kein Blödsinn. Ist so. Ja, cool. Hier ist deine Japan-Ecke. Auch wieder eingekreist von der chinesischen Mauer. Ich weiß nicht, warum wir so viele machen. Ja, wie gesagt, theoretisch passt das. Vielen ist der Unterschied sehr wahrscheinlich auch gar nicht bewusst, oder dass es nicht passt. Eigentlich ist es nicht bewusst. Von daher passt es dann für viele andere auch wieder. So eine Allee ist natürlich auch eine Sache, aber gefällt mir jetzt grundsätzlich nicht. Aber deine Brasilien-Ecke gefällt mir auch ganz gut. Alles ein bisschen zusammengeknorzt. Habe ich ja auch ähnlich, zumindest hier das, was das angeht. Ist halt bei Slums dann halt auch so. Da ist nichts ordentlich mit Straßen und Wegen und sanitären Anlagen und solchen Sachen. Ja, aber dein Springfield gefällt mir ganz gut. Hier deine Rommelwood-Akademie. Ja, Lisa! Hängt Hals über Kopf. Da und hier draußen, außerhalb des Geländes, steht ein Atomsprengkopf. Ein Miniatur-Atomsprengkopf. Achso, ja, hier cool, die Zuschauertribüne. Geil, dann sitzt sogar ein Zuschauer da. Und hast du gewonnen, mein Freund? Oh, die Karten sind auch direkt nehmen. Das ist natürlich auch eine gute Idee, wenn du. Aber es bringt nichts eigentlich. Ich habe auch gerade gedacht, das ist eine gute Idee, weil dann kannst du direkt beide nacheinander abklicken, aber es geht ja nicht. Man kann ja immer nur ein Rennen laufen lassen, was ich auch ein bisschen doof finde.
dass EA es nicht gebacken bekommt, dass zwei Rennen parallel berechnet werden können. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass auch Einblendungen ja noch dazukommen. Die werden dann alle durcheinander und keine Ahnung. Oh, zwei Footballfelder, aber keine Zuschauertribünen dafür. Gut, ich würde sagen, ich bin jetzt hier, glaube ich, mehr oder weniger durch. Gefällt mir auch ganz gut. Eigentlich stand Springfield ein paar coole Ideen. Vor allem das mit dieser Absperrung, dieser Leine, dieser Trennleine da. Was du an deinen Peers verwendet hast, oder weil, ja doch, Peers, die Mehrzahl, verwendet hast, finde ich, ist eine gute Idee. Das Modern Week Wonder Films. Ja, geil, da passt er natürlich gut hin, ne? So als Stuntman, geil. Gute Idee. Ja, ich würde sagen, das war's von mir für diese Runde. Wenn es euch denn gefallen hat, ach nee. Hier, Visualek24, willkommen in meine Nachbarschaft. Schön, dass du da bist. Das war's von mir für diese Runde. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare, wie euer EA-Nick zum Beispiel. Dann komme ich euch auch irgendwann besuchen. Wie gesagt, es hat jetzt etwa 2 Monate gedauert, seit ich, als ich die Leute, die ich heute besucht habe, hinzugefügt habe. Das war vor etwa 2 Monaten. So, um das mal so auszudrücken, dass es auch ein gerader Satz geworden ist und nicht irgend so ein komisches Zeug, was ich heute den ganzen Tag von mir gebe. Ich werde mich jetzt sehr wahrscheinlich hinsetzen und werde direkt noch eine Folge machen für das Geheimagenten-Event. Das heißt, es mag wirklich sein, dass es heute drei Folgen von den Simpsons gibt. Und ich werde definitiv heute auch noch Folge 4 hochladen. Und ich werde vielleicht auch noch ein bisschen 4 aufnehmen. Ich muss gucken. Ich muss auch noch ein bisschen Diablo 3 zocken. Ich muss auch noch den nächsten Diablo 3 Level Run vorbereiten. Das ist viel Arbeit. Es steckt wirklich viel Arbeit dahinter. Das erfordert viel Zeit. Und deswegen, ich würde eigentlich gern viel, viel mehr Videos hochladen. Aber ich krieg's zeitlich einfach nicht gebacken. Es ist leider nicht möglich. Von daher, wie gesagt, schreibt euren EA-Namen, euren EA-Nick in die Kommentare. Dann könnt ihr euch andere hinzufügen oder sucht selbst aktiv in den Kommentaren unter meinen Videos nach Leuten, die ihren EA-Nick gepostet haben, um ihnen eine Anfrage zu schicken. Damit könnt ihr eure Nachbarschaft ein bisschen stärken, ein paar coole und hübsche Nachbarn finden. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao!